Ihr müsst eure Hunde selber einschätzen. Wer sich zutraut, macht die Leine runter und wer nicht, der nicht. Hunde begleiten Lena Schmid fast schon ihr ganzes Leben. Das Training von Assistenzhunden ist besonders schön, sagt sie. Ich habe sie besucht und das hat sie mir erzählt. Ich bin die Lena Schmid. Ich bin Hundetrainerin. Ich bin mit dem Ganzen hier groß geworden, mit der Ausbildung von Assistenzhunden, mit Hundetraining an sich. Und habe dann nach meiner Krankenpflegeausbildung mich weitergebildet und habe dann angefangen, selber Hundetraining zu machen. Ich erlebe hier was? Wir machen hier Hundetraining für eigentlich alle Hunde, die so relativ gruppenfähig sind, damit die einfach ein bisschen Spaß haben können, was Neues lernen können, damit die ihre grauen Zellen einfach auch ein bisschen bemühen und einfach auch lernen und einfach mit ihren Menschen zusammen schöne Sachen erleben können. Also Sport, Spiel und Spaß? Genau. Das macht man immer wie lange? Solche Spiel- und Sportstunden machen wir jetzt einmal die Woche am Freitag und es können natürlich jederzeit zu Hause mit seinem Hund aufnehmen. Und wann wird es dann ernst? Also ernst wird es bei uns immer nur so in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, weil wir mit positiver Verstärkung arbeiten. Das heißt, unsere Hunde sollen eigentlich bei jedem Training Spaß haben und Freude an dem Training haben, damit sie die ganzen Übungen einfach auch mit gerne machen. Und ernst im Sinne von was zu üben, was die Hunde dann im täglichen Leben auch, was man brauchen kann. Das machen wir normalerweise im Einzeltraining, wo man dann nach und nach das aufbaut. Je nachdem, wo der Hund ist und je nachdem... Stichwort, wo der Hund ist. Wo ist denn dann der Hund später? Also wir gehen zu den Besitzern nach Hause, da wo der Hund lebt und je nachdem, was der Hund schon erlebt hat, was für Erfahrungen der Hund gemacht hat, gehen wir dann darauf ein, wir schauen uns an, was kann der Hund schon, was wissen die Leute schon und je nachdem, was die Menschen dann auch möchten von dem Hund, fangen wir da dann an zu trainieren, was halt so ist. Schaffen sich Menschen so einen Hund schon im Bewusstsein an, dass er sich später unterstützen soll? Bei einigen ist es sicher so, bei manchen kommt es auch erst mit der Zeit oder wir haben halt natürlich viele, die sich bei uns melden und sagen, ich habe eine Behinderung oder eine Einschränkung und ich hätte gerne einen Hund, der mich unterstützt und da gehen wir dann hin, beraten die, was da umsetzbar und sinnvoll ist und dann fangen wir an, einen passenden Hund zu suchen und da dann die weitere Ausbildung zu gestalten. Was wären so ein Beispiel? Was muss ich mir vorstellen? Könnte mir der helfen? Ich sag mal, ich kann nicht mehr laufen. Ja, also wenn es zum Beispiel ein Rollstuhlfahrer ist, dann und der zu uns kommt, sagt, ich möchte gerne einen Partner in meinem Leben haben, der mich unterstützt und der mir hilft im Alltag. Kann ich mal den Hund bei Ihnen mieten? Nein. Oder kaufen? Kaufen in gewisser Weise natürlich wäre das möglich. Wir haben fremd ausgebildete Hunde, aber wir schauen uns natürlich an, wo der Hund hingeht. Ob das passt, ob das auch für den Hund ein schönes Leben wäre oder ob der eher so als Arbeitsgerät da gesehen wird, das schauen wir uns natürlich sehr genau an. Also der Hund hilft Bedürftigen. Ja, wenn Sie krank sind, ich wäre ein solcher Kunde, kriege ich von irgendjemandem Unterstützung? Hilft mir dabei jemand? Also wir sind dabei, dass man versucht, das durchzukämpfen, dass die Krankenkassen sowas fördern. Ist aber leider bis jetzt noch nicht der Fall. Also die Krankenkassen zahlen nicht. Das Einzige, wo man schauen kann, dass man Unterstützung bekommt, ist bei uns im Verein, beim Assistenz- und Sozialhundeverein in Bayern e.V., wo man natürlich durch eigene Akquise Spenden bekommen kann. Also ich kann Werbung machen für mich und wenn dann jemand kommt und sagt, ui, das finde ich toll, den möchte ich unterstützen, kann er für diese Person dann in den Verein spenden und dann kann ich über Spenden diesen Hund finanzieren. Das ist jetzt dein Hobby, nehme ich mal an? Nein, das ist mein Job. Ich verdiene damit mein Geld. Wunderschön.